Willkommen zum Vorspiel bei Viktoria Köln vor unserem Heimspiel am Montag gegen den SV Meppen. Hallo Olaf Jansen. Ja, hallo zusammen. Wir steigen ein mit 4 Spiele. Ja, 4 Spiele haben wir noch im Programm. Sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir diese 4 Spiele haben. Glücklich, dass wir ja diese 37 Punkte uns erspielt haben bis jetzt. Ich glaube, unter größten Widerständen. Und von daher ist natürlich ein Geschenk, dass wir in diesen 4 Spielen das große Ziel Klassenerhalt schaffen können. Aber so weit gucken wir eigentlich gar nicht voraus, sondern wir gucken nur auf das nächste Spiel. Ich glaube, das ist wichtig, dass da alle Energie da ist. Und das ist dann am Montagabend hier bei uns zu Hause gegen den SV Meppen, der mit seinen 40 Punkten, glaube ich, durch ist mit dem Thema Klassenerhalt. Und ja, das wollen wir natürlich an dem Montagabend auf jeden Fall versuchen auch hinzukriegen. Damit gilt ab Montagabend Vollgas für den Klassenerhalt. Ja, genau. Also wir haben auch jetzt die ganzen Tage, eigentlich ja schon die ganzen letzten Wochen, wirklich all unsere Energie, all unsere Kraft versucht in die Spiele zu legen, um das dann auch wirklich hinzukriegen. Und das werden wir auch brauchen. Das weiß jeder, dass je länger oder je schneller das Ende da ist der Saison, je enger werden die Spiele, ja, je größer wird der Druck, ganz normal. Ja, und dazu brauchen wir alle. Ja, und wir haben ja unser Losungswort ist ja immer alle zusammen. Und das brauchen wir. Und das Schöne ist, das Tolle ist, dass unsere Fans uns wirklich das Gefühl gegeben haben in der ganzen Zeit, auch wenn da noch so viele Verletzte waren, die uns immer super unterstützt haben und wir wirklich auch das Gefühl haben, dass auch unsere Fans diesen Weg mitgehen, unsere DNA, und da freue ich mich einfach sehr darüber, dass das so angenommen wird, und denn das ist auch klar, das wissen wir, wir werden alle brauchen, jeden Spieler, jeden Fan, jeder, der uns unterstützt, damit wir das dann am Ende des Tages auch wirklich ziehen. Dann sind wir bei VW Verl. Verl darf vorlegen, muss vorlegen. Wie siehst du die Situation? Ja, die Situation ist ja so, wie sie ist. Sie haben 30 Punkte und werden am Wochenende vor uns in Saarbrücken spielen. Von daher werden die vorlegen müssen. Aber ganz ehrlich, das haben wir auch die ganze Zeit nicht getan und werden wir jetzt auch nicht tun. Das kann man glauben oder nicht. Ich verschwende null Gedanken an Verl. Weil das ist eine Sache, wie die Mannschaft spielt oder wie viele Punkte die holt oder nicht, liegt nicht in unserer Hand. Sondern wir können das beeinflussen, was in unserer Hand liegt. Und das sind unsere Spiele, unser nächster Gegner SV Meppen. Und das, was dann fair macht, ist, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, relativ wurscht. Dann sind wir bei VW Verwarnungen. 2 Spiele haben die 5. Ja, ist ja Teil anscheinend unseres Jahres, Teil unserer Widerstände. Ich denke, das ist kein Geheimnis, dass mit Jamil und David zwei wichtige Säulen der letzten Monate uns fehlen. Einer ganz vorne, einer ganz hinten. Aber ja, so ist es. Auch das werden wir annehmen, auch das werden wir auffangen. Und versuchen, dass wir den beiden das Leiden, dass sie jetzt draußen sitzen müssen und zugucken, nicht allzu groß werden, sondern ja, dass wir eben mit einem positiven Ergebnis dann das nicht ganz so dramatisch werden lassen. Von den beiden abgesehen, volle Kapelle oder gibt es neue Verletzte? Nein, da sind wir dankbar, ja, dass wir davon zumindest verschont geblieben sind. Klar weiß man, Maximilian Rossmann, der schon länger krankheitsbedingt fehlt. Timmy Thiele, der leider ja uns im Prinzip die ganze Saison gefehlt hat und auch in der Saison nicht mehr zurückkommen wird. Und Dario De Vita, also alles unsere Langzeitverletzten. Aber ansonsten ist keiner dazugekommen. Und von daher ja, gehe ich auch von der Seite frohen Mutes in das Spiel am Montag. Dann sagen wir viel Erfolg und viel Glück, Olaf Jansen. Vielen Dank. Tschüss zusammen.